mal da lang. Ist hier noch irgendwo eine Flasche? Ah, Holz haben wir hier. Aber wir sind aber voll. Okay, okay, okay. Mann, die mit ihrem Feuer. Ich bin. Hier muss es da irgendwo noch eine Flasche geben, oder? Ja. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Ja, wie ist sie das da? Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. In den Buchstaben oder was? Mann, wie ist ja alles hier? Pfeil, Bogen. Aber hier unten gibt es ja noch voll viel. Guck mal. Hier ist noch was, da ist noch was. Relikt. Truhen. Wir sind noch gar nicht fertig. Nee, andersrum, ne? Oder? Nee. Noch hier lang. Okay. Wow. Echt wow. Die kann ich auch runter. Alles. Ach so, warte mal. Relikt. Ach, Kuh bitte. Wo war das jetzt? Hallo, Relikt. Warte mal. Hier irgendwo ist ein Relikt. Da oben. Was? Soll hier ein Relikt sein. Da oben, da war ich doch schon. Im Himmel oder was? Nein.
Hä? Muss ich mal wieder nicht verstehen. Oh, über uns, was? Hier oben war ich ja schon. Ach, da ist noch eine Leiter. Komm ich mal überhaupt hoch? Wow, wie umsonst bin ich jetzt hier eigentlich hoch? Ach, fast umsonst. Ach, hier ist ja noch eine Karte. Noch mehr Gedöns, noch mehr Dokumente, noch mehr Dings. Da unten ist das doch. Oh, ich stirb jetzt nicht, stirb jetzt nicht. Danke. Da unten. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Oh. Eieieiei. Ich will da runter. Kann ich eine Flasche hier benutzen? Habt ihr hier noch irgendwo eine Flasche stehen? Ah. Das funktioniert. Doch, dass sie sich da festhangelt, Mann. Na nur hoch hier. Mann, wo komme ich denn da jetzt hin? Ah, da runter. Glaube ich. Nee, doch, warte mal. So, hier war ich schon. Juhu. Ja, na freilich. Der Rotbannerorden, eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. Hm.
Oh. Ja. Ah, hier komme ich wieder hoch. So, haben wir denn hier noch? Oh. Aber ich glaube, das ist. Ich wüsste jetzt gar nicht. Man kann nur hoffen. Oh. Warte, runter, 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 runter. Das ist das Ding, worauf ich die ganze Zeit rumgeruppelt bin. Ich dachte, es bricht ein. So, eigentlich müsste das gewesen sein. So, jetzt Richtung Jacob. Auch voll? Ja, na, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Ich bin immer voll. So. Oh nee. Alle möglichen Artefakte. Das zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Guckst du ja nicht hin? Verstanden. Ich werde davon unterschied aufpassen sollen. Bewegt sich irgendetwas? Tschüss. Kommt ein Männlein geflogen, setz dich nieder auf mein Schoß. Wieder Gift drin? Ach nee, es war ja immer in den orangen Tränken. Eine Komponente. Boah, ist klar. Richtig, Mann, getroffen. Wo geht's denn dahin? Hä? Okay. Da war ich das schon. Ah, ah. Geh da nicht nochmal lang. Ich kann knicken. Ja, doch. So.
Okay. Ja, lass es fallen. Why not? Ist das wieder Gift drinne? Es ist immer nur Gift drinne. Pillendose eines Mannes, verziert mit Hammer und Sichel. Ach, jetzt weißt du, was das ist. Na? Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetaminen. Also auf diesen, Zigaretten? Nee, Quatsch. Wodka oder... Na, hier diesen Flaschenmann oder wie das heißt. Da hast du nicht erkannt, was das ist. Halt selber. Ich wundere mich nur, wo es dahin geht, aber ich denke mal woanders hin. Jedenfalls, wo ich schon war. Man safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus den Minen? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus griechisch und mongolisch, glaube ich. Vorsicht, nur die Scharniere. Nicht so einfach. Da, das Ding ist zugeschweißt. Jetzt nicht mehr. Gibt noch jemand? Dachte, das Ding ist so gefeift. Sarah, kriegst du das auf? Natürlich nicht. Oh, die Mucke, ey, macht mich immer nervös. Aber war jetzt ein Rucklack. Getroffen, Mann.
Kann ich auch schießen? Ich bin hinter dir. Sie lernen nach. Sie sind sie ab. Gib dir. Hat er seinen eigenen Mann getroffen, ich glaube. Spinner. Ja, genau. Na, komm doch mal. Aber erstmal hier schön in Flammen alles erstmal aufsammeln. Sehr wichtig. Loot ist immer wichtig. Findet man ja nicht mehr unterwegs. Bin ja nur dauervoll. Dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt. Tschüss. Die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter den Zeitplan. Psst. Die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier gefangen. Hey, hier drüben haben wir schwere Schäden. Ich glaube nicht, dass der Tunnel stabil ist. Konstantin wird keine Entschuldigung akzeptieren. Hey! Jacob! Sophia! Die Trinity ist hier! Sind wir schon wieder getrennt.
Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich! Das ist nicht gut. Dann kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann! Okay, ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift machen. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Ja, mach doch. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die... Okay, jemand spielt. Wir werden angegriffen. Ja, ist klar. Mir ist das egal, okay. Ich werde immer angegriffen. Ich werde ja immer entdeckt, komischerweise. Oh, warte mal. Oh, Mist. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir hier verhungern. Natürlich nicht. Wir müssen jetzt das Ding da ranschieben, damit wir da hochkommen. Ja, fertig. Könnte nützlich sein. Ist er doch. Endlich ein Kampfmesser. Da muss ich hin. Ach, warte. Nee, Quatsch, ich habe ja ein Kampfmesser. Aber ich habe schon wieder vergessen. Logisch. Das kann ich auch durch. Oh, nee. Ja, jetzt glaube ich, muss ich nach oben klettern? Nee. Was runter? Ach ja. Genau, jetzt hier hoch. Und dann auf dieses Ding springen. Genau. Und schnell hier raus. So, geht's weiter. Weiter. Wieder weiter. Und Lara, los. Zack. Hallo. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Oh ja, den will ich auch herausfinden. Er erwähnte Artefakte und die Einheimischen. Jacobs Leute? Jacobs Leute?